Die Zisternen, durchschnittlich zwischen 3 und 6 Meter tief, waren alte landwirtschaftlich praktische und umweltfreundliche Artefakte, die fürs Auffangen von Regenwasser genutzt wurden. Die Steine wurden in konzentrischen Kreisen angeordnet und sie bildeten immer kleinere Kreisumfänge, die aufeinander gestapelt wurden. Die Öffnung wurde von einem Block geschützt, in das ein Loch, Vera genannt, gemeißelt wurde. Daraus wurde das Wasser aus dem Untergrund gezogen. Die Murica-Senke von Corigliano d'Otranto war ein Ort, wo die Natur sich ehemals unberührt und sehr faszinierend zeigte.